Hi meine Lieben und willkommen zurück zu Project Castaway. Ja, im heutigen Part werden wir uns die Wracks anschauen, die um die Hauptinsel rum sind. Und ich bin mal richtig gespannt, ob wir da irgendwas Chilliges finden. Und außerdem wollten wir ja noch zur Schließkassette. Ich habe was gemacht. Ich werde euch gleich, wenn wir ins Spiel gestartet haben, sagen, was das ist. Und dann gab es ja auch noch ein kleines Update. Da möchte ich euch auch noch kurz drüber informieren. Und dann würde ich sagen, wir legen los. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Also gut, da sind wir wieder zurück im Spiel und was ich euch zuerst natürlich noch sagen möchte, sind die Update-News. Das sind zwei Stück, ich muss kurz rüberschauen, damit ich es sehen kann. Und zwar, was neu hinzugekommen ist und was ich tatsächlich nicht verstehe, sind Gegenstandsaufnahmen, tragbare Objekte, Warnungen bei niedrigen Lebenswerten, KI-Ernte und Ladebildschirmübersetzungen. Das mit den Ladebildschirmübersetzungen, das habe ich schon gesehen. Es sind einfach ein paar neue Sprachen dazugekommen. Die Warnung bei niedrigen Lebenswerten habe ich auch gesehen. Da sagt es halt dann einfach, hey, du hast zu wenige Vitamine, isst mehr Vitamine. Das ist auch klar. Was es mit der KI-Ernte auf sich hat, habe ich nicht so ganz gerafft. Und was Gegenstandsaufnahmen und tragbare Objekte sein sollen. Das kann ich euch leider auch nicht sagen. Das Zweite, was dazugekommen ist, dass euch Quest-Items jetzt angezeigt werden, also die Gegenstände, und zwar auf der horizontalen Achse und auf der vertikalen Achse, einmal mit 25 Meter und einmal mit 40 Meter. So, das ist neu dazugekommen. Ich habe das mit der Gegenstandsanzeige auch tatsächlich schon gesehen. Ich bin nämlich nochmal rüber zu unserer Insel Nummer 3, zu der hier, wo der Leuchtturm draufsteht. Denn es hat mir ja jemand von euch geschrieben, dass es dort den Schlüssel gibt für die Schließkassette, die sich hier oben befindet. Und den habe ich uns geholt. Der wurde mir dann auch angezeigt. Ich hoffe, wenn wir jetzt dann tauchen, dass ich euch auch zeigen kann, wie das ausschaut. Ich habe ein goldenes Messer dabei. Ich habe gegessen, ich habe getrunken, ich habe gepennt. Wir haben es zwar jetzt schon 3 Uhr, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall zu unserem Standort hier hinten. Und schauen uns mal bei diesem ersten Boot um. Eigentlich wollte ich ja auch dieses Hai-Abwehrmittel machen. Da fehlt mir jetzt aber noch Zeug dafür und deswegen kann ich es leider nicht tun. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Haie irgendwie auch so in die Flucht schlagen können. Boot, dich schieben wir einmal irgendwie raus. Ah, ich habe da ein Katzenhaar. Hilfe. Okay, also da hinten müssen wir hin, Segel setzen. Und dann einmal drehen, wenn es denn geht. I hope so. Ja, Wollinger. Komm, fahr geradeaus, please. Ja, es geht. Jetzt machen wir es mal so, dass ich sehen kann, wo dieses verschunkene Schiff, das verschunkene Schiff ist. Genau. Wir kennen es alle, das verschunkene Schiff. So bescheuert schon wieder. Oh Mann, und das Katzenhaar ist auch immer noch da. Ah, das kitzelt. Wo ist es denn jetzt? Ach, da. Gut. Wir sind also gleich da. Ich hoffe, das klappt heute. So wie ich mir das vorgestellt habe. Wir halten hier an. Halt, stopp, habe ich gesagt. Okay, dann würde ich sagen, ich tue nicht lang rum, einfach runter mit uns. Sind irgendwo Haie? Sind irgendwo Haie? Da kommt einer. Du wirst jetzt kaputt gehen mit meinem goldenen Messer. Ich schwör's dir, weil du nervst mich nämlich, du blöde Sau. Und der andere auch. Und ich sehe nichts mehr. Oh, es sind sogar 3 Leute. Was geht da ab? Jetzt schwimmen sie weg. Lass mich in Ruhe. Lass mich in... Was? Ich bin schon tot? So, mir reicht's jetzt mit diesem blöden Dreckshain. Die regen mich sowas von auf. Könnt natürlich auch mal versuchen, hinzuschwimmen. Ich weiß allerdings nicht, ob das dann viel ändern wird. Diese blöden Dinger, echt. Ist es zu weit? Keine Ahnung. Probieren wir es mal mit Schwimmen. Da sehen wir ja dann auch gleich, ob sich ein Haischen nähert oder nicht. Blöden, echt wahr. Ja, so weit war es jetzt. Aha, aha. Guck an. Komm, verpiss dich, du blöde Drecksau. Oh, oh, er ist tot. Oh mein Gott. Und da ist der zweite.
Warte mal, er schwimmt langsam. Was ist, wenn ich mich nicht bewege? Ja, und jetzt Angriff, Angriff, Angriff. Ich bin der Killerhai und du lässt mich zufrieden. Schwimm nicht weg, du Monster. Ich komm dir hinterher. Jawohl, er ist auch tot. Ihr Gesundheitszustand ist schlecht. Meine Luft auch. Schnell, hol Luft. Wo ist das Ding? Da. Oh mein Gott. Schaffen wir es jetzt runter? Wieso holt er denn keine Luft? Kann ich da rauf? Oh nein, da ist doch schon wieder einer. Mann, Leute, schon wieder zwei. Ich werd verrückt. Geh weg. Okay, er hat mich schon wieder totgebissen. Das funktioniert so nicht. Leute, schaut mal her. Wir haben bei den Blueprints ja Folgendes gefunden. Und zwar hier Shark Repellent. Useful only against sharks. Wir brauchen dreimal Pepper und fünfmal Coca. Pepper. Ist damit die Pepperoni gemeint oder nicht? Jetzt lass mich mal gucken. Ich habe ja hier eigentlich, also hier schaut's aus. Hier so, hubala, so viel an Zeug reingeschmissen. Und eigentlich habe ich da auch Pepperonis reingeschmissen. Ich sehe zumindest hier eine. Wartet mal, also einmal Coca. Oh Gott, ist das anstrengend. Pepperoni oder Pfeffer. Hier haben wir nochmal Coca und nochmal Pepper. Aber eigentlich war da noch irgendwo Pepper. Oder auch nicht. Komm, das gibt's doch gar nicht. Shitty. Dann muss natürlich jetzt alles wieder aus dem Inventar. Mein Gott, ey. Was ist das, Antibiotika? Und wir müssen gucken, ob wir vielleicht noch Pepper finden können. Ich habe hier auch schon Coca angepflanzt gehabt. Kann ich das ernten? Jawohl, dann zeig mal her, was du hast. Dein Ernst? Ein einziges Coca-Blatt? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wow, das ist ja super. Wow! Nicht. Denn ich habe nämlich die Coca-Blätter und die Pepperoni, die ich hier gefunden habe, auch schon abgeerntet. Aha, aha. Schaut mal. Seht ihr, was ich meine? Das ist das Ding, was euch anzeigt, wo jetzt was zu finden ist. Wir gehen da jetzt mal ganz schnell rauf. Auch wenn das jetzt gerade nicht die Mission ist. Aber damit ihr es mal seht. Hier wird es angezeigt. Und was ist hier? Ach, eine Kassette. Schaut mal her. Interessant, dass sie eben Piratenschätze sind und auch eben diese Reliktdinger. Aber jetzt habt ihr mal gesehen, was damit gemeint ist. Und ich finde es tatsächlich wirklich geil. So kann man... Aha, aha. Sorry, Leute. So kann man nämlich wenigstens sehen, wo sich was befindet. Und hat auch die Chance, es zu finden. Denn manche Sachen sind ja echt tricky versteckt. Und mit diesem neuen Tool kann man sie auf jeden Fall auch sehen. Jetzt schauen wir mal, was es uns anzeigt. Noch eine Kassette. Ich habe gar nicht gemerkt, dass hier so viele Kassetten liegen, aber man sollte vielleicht auch mal auf den Boden schauen. Also er hat uns jetzt erzählt, dass keine Chance besteht, dass man hier mit dem Boot wegkommt und dass er eben vorhat, ein Flugzeug zu bauen. Und falls er es nicht schafft, hat er auf jeden Fall überall auf den ganzen Inseln Blueprints und Notizen und sowas versteckt, die wir finden können, damit wir mit dem Flugzeug entkommen können. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Jetzt haben wir es schon 8.28 Uhr. Wir sollten dringend aufs Klo gehen, wollte ich sagen. Wir sollten uns dringend hinlegen und schlafen. Und vielleicht gucken wir uns dann auch zuvor das mal mit der Schließkassette an und schauen, ob wir dann das mit den Haien danach noch irgendwie hinkriegen. Falls ich es nicht schaffe, vielleicht habt ihr ja Tipps, wie man das am besten machen kann. Und ansonsten muss ich eben nochmal von Insel zu Insel düsen und Pepper und Coca besorgen. Wir machen jetzt erstmal hier die Tür zu und legen uns ins Bettchen. Und schon sind wir auch schon wieder aufgestanden. Wir brauchen Essen. Das ist noch gut. Dann das Wasser ist noch fresh, das trinken wir. Füllen es dann auch gleich auf. Wie sieht es denn hier aus? Fresh, okay, das ist gut.
Einmal auffüllen. Und dann düsen wir hoch. Gucken, ob es uns da vielleicht noch irgendwas anzeigt. Ich hatte ja gesagt, dass eigentlich auf der Insel hier noch ein, ach, wie heißt's? Nicht Relikt. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. So ein Schatz war. Zumindest als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich 4 Schätze gefunden. Hier habe ich bis jetzt nur 3 gefunden. Also mal gucken, ob wir so den vierten finden oder ob es tatsächlich auch hier so ist, dass sich die Schätze immer random auf den Inseln verteilen. Das kann ja auch sein. Okidoki. Hello Radio Tower, wir sind da. Schauen wir doch mal. Also, gedrückt halten. Wir haben ja 5 Zahlen schon gefunden und wir haben 6 Dinger hier. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es ist, ob wir das jetzt so machen können. Wir probieren es einfach mal. 5, 5. Und die andere ist die 7. So, und können wir jetzt irgendwas hier drücken? Schauen wir mal. Bis jetzt kann ich nichts machen. Nee, irgendwie kann ich nichts machen. Dann scheint vielleicht die Reihenfolge falsch zu sein. Wir können ja auch noch mal kurz hier ins Journal gucken. Wo ist es denn jetzt da? The Radio Tower. 12. Februar 85, 25. März, 10. April, 1. Mai, 15. Juni. Okay, also entweder fehlt uns dann tatsächlich der Januar oder der Juli. Was steht denn dabei bei dem Schlüssel? A dead body was blah, it says Radio Tower Powerbox. Aber ist das ja die Powerbox? Weil man sieht ja gar keinen Schlüssel noch. Ja, Leute, keine Pläne, wie dieses Ding hier aufgeht. So, sollen wir es nochmal hier probieren mit diesem bescheuerten Haien da im Wasser? Ja, es bleibt uns ja leider nichts anderes übrig. Oh, shit. Das war natürlich nicht geplant. Mann. I hate my life. Dann düsen wir aber jetzt nochmal mit dem Floß hin. Macht sich uff. Hallo, kannst du dich nicht drehen? Okay, dann drehe ich dich halt mal wieder. Wenn es halt gehen würde. Raus. Und in die Richtung. Ja, und jetzt lass mich hoch. Lass mich hoch, nicht wegfahren. Nein. Leute, das Ding fährt weg. Hilfe. Scheiße, ist doch nicht dein fucking Ernst. Nein. Ich halt doch eh gedrückt. Leute, es fährt mir davon. Es fährt mir davon. Ist doch nicht dein Ernst. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Wo ist das Ding? Hä? Da, okay. Boah, jetzt habe ich wirklich für einen kurzen Moment gedacht, das Ding fährt mir komplett irgendwo weg. Halleluja. Herzstillstand. So, wir bleiben stehen. Rüsten uns aus. Kann ich eigentlich mich irgendwie verbinden? Ich bin verbunden. Ich weiß natürlich nicht, ob mir das jetzt was bringt. Oder nicht. Aber mein Gott, Leute, wir haben ja. Wir können ja nicht anders. Aber eigentlich müsste es uns doch dann jetzt hier auch anzeigen, wenn hier was wäre. Oh, schaut, ich werde schon gebissen, aber das tut's nicht. Das heißt, ich gehe davon aus, dass hier auch nichts ist. Schnell nach oben. Ja, ich weiß, dass mein Gesundheitszustand tot ist. Ja, Leute, was machen wir denn da jetzt? Ich kann es euch doch nicht sagen. Ich kann es euch leider nicht sagen. Ich meine, wir könnten jetzt hier auch mal zu dieser Plane noch gehen und schauen, was da so los ist. Ob da auch irgendwelche blöden Haie sind. Wobei das ja eigentlich die ist, wo wir abgestürzt sind, ne? Ja. Ach, es wäre doch so schön.
Ach, kommt, wir schwimmen einfach hin, was soll's. Ja, schau mal, und da ist schon der erste blöde Hai. Hat uns gesehen. Na klar. Er ist aber tot. Okay. Wo ist das Ding? Wo ist unser Flugzeug? Ich sehe nichts. Da. Da glaube ich, war noch einer. Oder? Ist hier überhaupt irgendwas? Oh, ich hebe es aus dem Wasser. Leute, ich kann mein Flugzeug aus dem Wasser heben. Aber hier ist nichts. Ach so. Und runtergefallen ist auch nichts. Außer ich jetzt. Juhu, ich bin endlich wieder da nach dem gefühlt 100. Mal Ladebildschirm, der auch gefühlt immer 5 Jahre braucht, bis er lädt. Ich würde aber sagen, Leute, dass ich den Part an der Stelle dann auch beende, denn das ist ja wirklich aussichtslos, wenn ich da jetzt immer versuche, die Haie zu töten und dann am Ende sterbe und wahrscheinlich auch für euch dann langweilig. Falls ihr, wie gesagt, einen Tipp habt, wie ich die Haie am besten bekämpfen kann, dann schreibt es in die Kommentare. Ich versuche, dass ich bis zum nächsten Part dann auch die Kokablätter und den Pfeffer beieinander habe. Und dann werde ich wahrscheinlich auch nochmal von Insel zu Insel düsen, um zu gucken, ob wir irgendwo noch was übersehen haben. Genau, so machen wir das. Und dann verabschiede ich mich an der Stelle von euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montagabend. Ich hoffe, ihr hattet heute nicht zu viel Stress auf Arbeit oder wo auch immer. Und wir sehen uns dann natürlich im nächsten Part. Also haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao!